Simon, jetzt sei doch kein Schisser. Mach's doch einfach. Wirf rein, komm. Komm, Simon. Ach komm, nein. Trau dich. Ach, Simon. Ist das nicht, Simon? Was soll schon passieren? Das ist ein Prank. So wie es sich angehört hat, könnte echt eine ziemliche Scheiße abgehen. Simon, was soll denn passieren? Sollen wir alle verflucht werden? Soll die Stadt explodieren? Nichts wird passieren. Bitte nicht. Da ist doch noch nie was passiert. Alter, ihr seid verrückt. Ja, komm, ich öffne ihn jetzt rein, ja? Wirf ihn rein. Simon als Erster. Okay. Oh. Nichts passiert. Komm mal, Odardo. Los, Odardo. Guck mal, zwei Sachen sind schon weg. Guck, wie schön er schwimmt. Ich hab passiert ja gar nichts. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Komm, Bay, komm doch. Aber, mach na gut. Einfach. Mein Dämonenherz hier. Bergmann, lass es. Bergmann, tu es. Ey, ich muss es holen. Es ist ein bisschen schwieriger. Warte. Wenn, dann auch schon alle. Warte. Oh! Was ist das denn? Was geht hier ab? Ah! Hinter mir, achso, okay, unter mir ist Trobu. Ich dachte gerade schon, Alter. Okay, ich fang, oh, ich werde direkt angegriffen. Ernsthaft? Oh, ja, ja, Trobu auch! Digga, hier ist so ein Vieh. Alles Shade. Gut? Ich bin fast tot, ich bin tot, ich bin diese Sekunde tot. Nein! Nice, warum schlägt er mich? Digga, was ist passiert? Wer greift dich denn an? Ey, irgendeine richtig kranke Scheiße atmet hier richtig laut, Alter. Ich wurde von jetzt so komischen, die sehen aus wie so schwarze Eiengolems so ein bisschen. Ja. Ja, muss ich den Server jetzt verlassen oder wie, ne? Und dann? Ich glaube schon, ja. Muss irgendjemand meinen Grabstein finden oder so? Wie funktioniert das hier? Ich weiß es nicht, Alter. Ja, willkommen erstmal bei Minecraft Nero. Weißt du, ich hatte gerade so einen heftigen Albtraum, Tim. Und dann bin ich auf einmal gestorben. Ich höre auch irgendwie jemand atmen. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ja, willkommen zu Folge 2 übrigens, Leute, ne? Ja, genau. Da sind wir. Wie machen wir das denn jetzt? Warum sind wir denn schwarz? Wir sind schwarz. Die Schrift ist schwarz. Ja, weiß nicht. Hier ist irgendwie, weißt du, die... Echt komisch. Mega komische Geräusche und ich muss dich jetzt vermissen. Warte mal. Wir müssen... Oh Gott, wir müssen her. Du lebst aber noch, ja, ne? Ja, ich lebe noch. Ja, pass auf, du weißt, wo ich bin? Wie ist das nochmal mit der Regel hier? War denn draußen Abend? Ist ja völlig egal, wie die Regel jetzt ist. Die Regel ist definitiv vor allem, jetzt mal deinen Grabstein zu holen. Ja, darf ich das jetzt überhaupt noch aufnehmen, Alter? Oder? Ich weiß es nicht. Was passiert jetzt? Aber du darfst, bleib doch einfach jetzt erstmal da. Ja, ich bin halt noch jetzt in meinem Todesscreen hier, ne? Ja, dann das Ding ist, ich habe das Vieh erstmal gar nicht gesehen, was mich angegriffen hat. Ich habe einmal Schaden bekommen. Warte, darf er respawnen? Sag mal kurz hier. Nee, respawnen darf ich doch nicht. Auf keinen Fall. Ja, dann musst du auf jeden Fall im Screen bleiben. Ich ja, würde mir super halt gerne dieses Schwert jetzt oder die schon mal Folge machen. Beenden. Darf ich die Folge? Muss ich die Folge vielleicht beenden einfach? Nee, erst in der nächsten Folge. Ja, du müsstest deine Folge, glaube ich, jetzt beenden tatsächlich. Okay. Ja, stimmt, die Folge ist ja sowieso vorbei für euch. Das heißt, es ist egal, ob ich wiederbelebt werde oder nicht. Das erfahrt ihr dann entweder morgen oder übermorgen, weil wenn ich nicht wiederbelebt werde, dann kommt morgen keine Folge auf jeden Fall. Ja, war ganz nice, muss ich sagen. Ja, das war stimmt. Ein schöner Tag. War echt, hat Spaß gemacht, ich Leute. Muss jetzt mal kurz. Das war Minecraft Nero. Ich hoffe, dass Tim mich noch irgendwie finden kann, mein Grabstein. Und ja. Bleibst du denn jetzt hier bei mir? Mal ich bleib also. Bei dir, Tim. Ich bleib bei dir. Also bei Tim geht's weiter. Wenn ihr. Da könnt ihr dann rausfinden, was passiert ist jetzt schon. Bis dann, Leute. Mario. Ciao. I love this. Okay, wo warst du? Ich war da, wo wir runtergegangen sind. Du warst von Anfang an woanders, ne? Ich bin auf jeden Fall unter der Stadt. Ja, okay, aber ich da, muss... Da, wo Simon war, auch so quasi. Ja. Da, wo Zombie auch war. Da bin ich. Haben wir uns nicht letztens noch gesehen? Wo waren Dario und Zombie? Wo ist ihre Höhle? Höhle, ja. Weißt du das? Trobo, oh Gott, das ist alles so Chaos hier. Hier geht's auch nochmal runter. Du warst leider ganz woanders. Wir waren noch die ganze Zeit zusammen. Okay, ich gehe jetzt mal hier runter. Habt ihr hier auch irgendwie... Ich kann hier schon mal kurz meine Dingens reintun, mein Runium-Ohr. Nee, nee, das will ich doch gar nicht. Das ist Saphir-Ohr. Ja. Okay. Ey, ich habe mega Angst drauf zu gehen, ja? Da muss ich jetzt nicht ausloggen? Das weiß ich halt gerade nicht. Ja, habe ich irgendeinen Vorteil dadurch, dass ich jetzt hier im Todesscreen bleibe? Kannst du ruhig bleiben.
Okay. Ich hoffe, ich werde dich da unten gleich finden. Ich meine, dass ihr direkt neben uns wart. Erinnerst du dich noch irgendwie, ob ihr da zwei Öfen oder sowas platziert hattet? Ja, das kann sein. So eine Treppe nach unten? Ja. Ja, geh die Treppe weiter nach unten. Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt ein Megaschwert hier, aber natürlich keinerlei Rüstung. Warte mal, oh, hast du noch was? Da war vor allem ein Ding, was dich getötet hat und was noch lebt, oder nicht? Hier ist noch was gespawnt gerade, ja. Ja, ja, da sind jetzt 1000 Viecher. Mit. Hörst du so eine Clownshupe? Nee, da noch nicht. Noch nicht eine Clownshupe? Was passiert hier? Clown. Ja. Was passiert hier, Dario? Aber du bist jetzt quasi, also direkt unter der Stadt, direkt an der Stadt. Ja, ja, ja. Ich habe nur gerade Probleme hier mit Trobo, mich da zusammenzufinden. Irgendwie. Der ist jetzt wieder abgehauen. Hier. Komm, hier. Siehst du mich? Sehr gut. Komm mit. Hast du Eisen? Digga, es ist echt. Ich habe auch noch Eisen. Das ist richtig heftig, was hier passiert in dieser Welt. Ey, das ist echt, das ist mega weird. Hast du die Zeit im Blick denn? Ja, ja, irgendwie habe ich die schon im Blick. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach, wenn Trobo geht. Kann ja ruhig weniger sein. Sag mir mal schnell, was ich als am besten als Rüstung. Keine Ahnung. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Einfach instant getötet wurde. Und vor allem stehen hier Fackeln. Warum spawnt da irgendwas? Soll ich, lohnt sich, den Brustpanzer kann ich mir eh nicht machen. Ja. Also Brustpanzer lohnt sich. Es sind halt echt viele Viecher da, ne? Ich weiß nicht, ob du auch eine Chance hast. Okay, pass auf. Pass auf. Bei Dario unten sind mega viele Viecher. Packen wir das? Weil sonst, du darfst ja dann darfst du ja morgen wieder aufnehmen, korrekt? Ja, falls du das schaffst, genau. Okay. Er macht sich noch Schuhe. Kann er vielleicht nicht auch noch auf den TS kommen oder so? Wäre das nicht leichter? Ja, ich schreib ihm das mal kurz. Über die Konfi oder über Stadt Blau. Über die Konfi Stadt Blau. Schau mal Skype. Ich hab mein ganzes Essen in den Ofen gepackt. Okay. Das ist gut. Was? Ich verstehe nicht, was er damit meint. Was mache ich mir jetzt am besten? Ein Helm? Ich kann mir einen Helm machen, Schuhe oder eine Hose, Dario. Nee, eine Hose kann ich mir auch nicht machen. Machen wir jetzt einfach einen Helm, um zumindest ein bisschen was zu haben. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich schreibe mir weiter. Ich kann nicht letztlich zuhören und schreiben. Tut mir leid. Okay. Der sei verziehen. Ich habe aus irgendeinem Grund. Ein Eisenschwert habe ich vorhin schon gemacht. Okay. Okay. Ja, Leute, ey, ihr wisst, wir können nicht richtig schneiden hier. Dementsprechend jetzt ja, auch mal zwischendurch so ein bisschen Leerlauf. Aber wir haben jetzt alle nicht damit gerechnet, dass hier so eine verrückte Geschichte passiert. Ich habe zumindest mein Killerschwert, ey. Aber nochmal kurz zum Verständnis. Du darfst jetzt morgen, wenn wir deinen Stein nicht finden sollten, darfst du morgen nicht aufnehmen. Wenn wir ihn finden, darfst du morgen genau aufnehmen. Ja, richtig. Bin im Nero TS, nee. Bergwerklabs.de. Ja, ich habe auch schon gerade geschrieben. Achso, okay. Nice. Von wie ich jetzt gerade Werbung mache hier im Stream. Bergwerklabs. glp.tv. Mega nice, ey. Mega nice. Kannst du mir dann gleich reinziehen? Vermutlich nicht, ne? Das muss ich auch machen. Ich habe noch keine Rechte hier in deiner Welt, Tim. Was denkst du denn? Natürlich, da ist er. Ich zieh ihn hoch. Hallo? Hallo. Hi. Hi. Okay. Ey, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, Herrn Verzögerung zu retten. Und da unten sind aber sau viele Viecher. Dafür habe ich jetzt dieses mordsmäßige Schwert hier. Da ist ein Clown. Ja. Und da ist ein Clown. Ich habe mega Angst vor Clowns. Oh mein Gott, das ist der Horror-Clown aus meiner letzten Folge, ja. Ich habe noch 6 Minuten Zeit. Okay, das kriegen wir hin. Weißt du, wie powervoll der ist, Alter? Hat der irgendwie... Sind noch andere also ich Viecher, weiß auf jeden Fall, dass er unglaublich schlimme Hupen hat, die einen irgendwie komplett psychisch zerstören. Schlimme Hupen, Alter, okay. Ja. Was war mit diesem unsichtbaren Ding, auf das du getroffen bist? Das war so ein komischer Geist und wenn man irgendwie den allein nur anguckt, kommt der unsichtbar und schlägt dich irgendwie. Das war. Das ist der dann strange. Wahrscheinlich. Ist das dieser Shade? Nee, der hieß Ghost. Die Shades, glaube ich, sind gar nicht so stark. Ja, die haben mich getötet, ne? Also. Oh, ja. Okay, magst du, ja. Willst du vorgehen? Du hast ja schon einen Kill. Ja, weißt du denn die direkte Richtung? Nee, wir folgen jetzt einfach mal dem Weg hier. Hey. Seid ihr gerade da, wo diese Öfen waren? Direkt runter? Nee, wir gehen da weiter, genau. Hier geht's hier nicht weiter. Lass mich im Todesgehen bleiben. Nee, hier ist schon vorbei. Was? Ich glaube, ich höre nämlich euch abbauen. Warte mal, hörst du das? Ja, ich höre das. Okay, eigentlich mega unfair, wahrscheinlich muss ich mich ausloggen, oder? Nee, also ich war auch die ganze Folge im Todesscreen. Okay, ja gut. Ja, ich höre das, ihr nähert euch auf jeden Fall.
Hey, sehr gut. Bin dann irgendwo links rein. Da geht halt diese Treppe, die ihr runtergegangen seid von der Stadt aus, geht's dann links irgendwo runter in so eine Höhle. Oh, okay. Ah, hier unten, hier unten. Hier, das ist doch, da ist doch irgendwas, was ist das? Oh ja, ja, das ist... Nee, ja. Okay, es ist auf jeden Fall ein Grab. Aber ist das der Grabstein? Meiner sieht anders aus. Seh dich, also du bist auf jeden Fall richtig. Okay, warte. Ich hab's abgebaut. Ja, das Ding ist, ich sehe bei mir noch die Monster da stehen. Die steht gerade in denen bei mir. Mega buggy. Ja, dann lass mal lieber raus hier, Alter. Ach, okay, die sind auf jeden Fall nicht mehr hier. Ja, dann ist das ja wahrscheinlich krass. Der Grabstein, vermute ich mal. Okay, ja, du hast uns auf jeden Fall gesehen, ja? Das sah so aus, ja, auf jeden Fall. Und wo muss ich den jetzt platzieren? Auf dem Friedhof? Auf dem Friedhof. Genau, auf dem Friedhof. Okay, okay. Oh Mann, Alter. Hab ich noch irgendwas zu essen? Ja, hast du was zu essen? Ich hab noch einen Apfel, ja. Nee, dann spar dir mal. Iss mal den Apfel, mein Kind. Iss mal. hier ist noch dein Limoneis oder so, was war da drin? Ach ja, genau. Da kann ich irgendwie mit... Aber es ist natürlich auch Nacht jetzt gerade draußen, ne? Kann man ja. Ich weiß, ich bin nicht so drin in der Welt hier. Ihr müsst das in der also Folge auch noch schaffen, ne? Ja, also ich weiß auf jeden Fall, wo der Friedhof okay. ist. Der ist nicht, okay, sah aber ich doch nicht Nacht. Entfernt. Doch, es ist Nacht. Oh, okay. Okay. Trobo. So, und jetzt ab schnell zum Friedhof. Ah, ich sehe ihn schon da oben. Okay, stratzen, stratzen, stratzen. Alles gut, meine wunderschöne Welt. So, das sind wir schon. Sehr okay. gut. Und jetzt platziere ich es einfach hier irgendwo, ja? Genau, ja. Hier ist mein Grabstein. Was ist hier passiert? Ich habe Speed bekommen. Sehr gut. Mal kurz, warte mal. Was ist denn hier passiert? Das ist Also ich weiß auf jeden Fall nicht, was hier passiert ist. Ich habe plötzlich einen schwarzen Namen und irgendwie ist der Friedhof verändert worden. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Warte mal ganz kurz. Ich habe den Grabstein nicht mehr. Habe ich den unten wieder gedroppt? Ja, ja, nee. Als ob. Ach, du hast den, okay. Möchtest du ihn platzieren oder soll ich das machen? Sag, mach du ruhig. Nee, warte mal. Doch, ich möchte Dario gerne wieder beleben. Okay. Dario? Dann kommt ja noch nicht wieder sofort, aber ja, der Hörst Geist du mich? Zählt. Hörst du mich, Dario? Ja. Kannst du mich hören? Ich empfange es, Tim. Ich platziere dich, ich hole dich zurück ins Leben. Nice. Danke okay. dir, Tim. Danke. Bitte. Und bitte. Robo natürlich auch. Kein Problem. So. Okay. Aber ich finde, die Grabsteine ist ein bisschen verwierend, wenn die anders aussehen. Ja. Aber ihr seid schon sicher, dass ihr jetzt meinen Grabstein habt und nicht irgendwie... Ja, es sollte auf jeden Fall der Grabstein sein, ja. Ja. Ist das denn technisch gelöst oder ist das jetzt einfach so eine Geste, die die Admins oder der Gott, der Nero-Gott einfach nur sieht und dann ist alles in Ordnung? Das ist... Ja, ich denke, der sieht das einfach so. Ist alles technisch gelöst. Okay, gut. Wo warst du mit dem Grab beschäftigt, als du eben hier reingezogen wurdest in die große Dramatik? Ich habe eigentlich nur ein bisschen gefarmt, weil ich ja gestern fast alle meine Sachen verloren habe. Ja, ich habe schon davon gehört. Ja. Okay, dann lass uns doch einfach damit weitermachen. Ja. Und lass uns, dann fühl mich mal hin, wo du gerade warst. Okay, ja, ich war da, wo wir letztens uns in der Folge 1 sogar ausgelockt haben. Ah, okay. Also, so, Spitzhacke, oder? Ich habe Spitzhacken. Gemeinschaftliches Essen haben wir noch nicht, ne? Weil ich nämlich eigentlich echt gerade nicht mehr regeneriere. Okay, warte mal, dann gebe ich dir hier mal das Fleisch, dann kannst du das mal braten, weil ich bin voll. Okay. So. Ich habe echt Schiss, so ein bisschen, ne? Das ist ganz komisch. Ja, ich auch. Vor allem unten waren richtig krasse Geräusche. Ja, was war das? Dieser Megageist da eben, oder? Ja, wie so ein ganz komisches Ding. Aber da ist ein Vogel. Aber der ist doch lieb, oder nicht? Oder hat er dich vorhin geschlagen, dieses schwarze Ding? Probier's mal. Er schlägt mich. Hä, okay, aber das war doch so ein... Die Dinge, auf die man reiten konnte. Ach, du meinst die Chocobos? Ja. Ja, aber das sind leider keine Chocobos. Das war kein Chocobo. Haben wir hier noch irgendwo den Ofen? Der war doch irgendwo hier, oder? Habe ich den nicht platziert? Hier sind auch überall so gruselige Ecken. Hier ist doch ein Ofen. Perfekt. Okay. Alles klar. Dann mach mal weiter. Ich komme gleich hinterher. Du kannst ja schon mal so ein bisschen die Gegend da auschecken, ob da alles safe ist. Ja, also noch ist alles safe. Seid ihr wieder aber in der ich Höhle, weiß, da oben, da war eine richtig... krasse Höhle mit ganz vielen Erzen und da sind irgendwie ganz viele Monster. Okay, ein Eisenschwert und sowas hast du ja alle schon, ne? Ich kann dir hier nicht irgendwie eine Freude machen. Nee, ich hab alles. Okay, bin ich gestern echt krass. Ich höre dich kaum noch. Da links bist du. Wie bist du denn da hingekommen? Bist du ganz weit runtergegangen? Also ich bin da runtergegangen, wo das Obsidian ist. Hä? Wo die Lava ist. Hol mich mal ab. Warte, siehst du meinen Namen? Ja, ich sehe deinen Namen, ja. Ach, da, okay, ja, okay. Also, genau, okay, hier. Okay. Und da gibt's einiges zu entdecken. Okay. Und da unten ist wieder so ein komischer Vogel. Ja, der macht auch ganz komische Geräusche.
Okay. So. Die okay. Nacht ist vorbei, es ist alles safe. Ich würde ungern mein Schwert verlieren, ey, deswegen. Vielleicht sicher ja, ich das in der nächsten Folge lieber. Ist das ein Saphir-Schwert? Ja. Ah, oh, das ist schon heftig. Das ist echt heftig. Oh, ein Diamantenkarl. Hast du es gerade gemacht oder hast du es schon? Nee, das habe ich gerade gecraftet. Nice. Ja, ja, die Leute in den Kommentaren haben mir da einen Tipp gegeben. Vielen Dank dafür und auch gerne weitermachen mit sowas. Ich habe gerade den Facecam geguckt, aber ihr hört halt gar nicht an, weil ich mich auf die mega Roleplay-Folge eingestellt habe. So, dann gehe ich hier mal rüber, baue den Diamanten noch ganz kurz ab. Aber ich muss mich jetzt an dieser Stelle leider ausklinken, weil... Ja. Sonst überschreite ich noch meine 20 Minuten. Okay. Das war und, ah, 20 Minuten darf man insgesamt, ja? Ja, ja, genau, 20 Minuten. Okay, weißt du ungefähr, wie lange wir auf den Server gekommen sind? Wie lange du da schon drauf warst? Also ich glaube noch nicht so lange. Okay. Es war eigentlich ziemlich kurz danach. Okay. Okay, gut. Dann nochmal vielen Dank. Ja, deine kein Mithilfe. Problem, gerne wieder. So. Ich hoffe nicht, ne? Aber ja. Ja, ich hoffe auch nicht. So, dann mute ich mich nochmal. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, willst du da mal jetzt noch irgendwie ein, zwei Minuten machen? Ja, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ein, zwei Minütchen mache ich noch. Ey, ja, war mega nice auf jeden Fall. Ja. Da unten war jetzt gar nichts mehr von Monstern oder so. Also nee, ganz, ganz komisch. Es kam eben die Meldung, dass halt die Nacht vorbei ist und... Ah, okay, vielleicht. Aber das war halt, oh Gott, das war halt zwei bis drei Minuten danach. Ne, oder länger danach. Okay. Es war erst vor ein, zwei Minuten. Ganz komisch. Ich habe auf jeden Fall Dias. Aber, wieder gefunden? Neu. Ja, ja, aber das wird schwierig, da jetzt ranzukommen. Ich müsste da jetzt mal mich irgendwie so ein bisschen reinhacken. So. Das packst du. Ja, ja. Wir hatten eine Dia-Spitzhacke schon, ne? Genau, die benutze ich auch gerade fleißig für Stein, was man vermutlich nicht machen sollte. Aber wir sind ja nicht bei Varo, dementsprechend bin ich hier auch mega relaxed eigentlich. Das stimmt. Nur nicht in die Lava fallen lassen, ne? Nicht. Das stimmt, ja. Okay. Weißt du noch, wie verzweifelt wir damals waren und wie wir dann auf Gomme gegangen sind? Ich habe mir das letztens mal wieder angeguckt. Was denn? Achso, auf den Gomme-Server. Nein, bei Varo. Das war immer noch, das bereue ich immer noch sehr. Ja. Wieder ein bisschen unkoordiniert gehandelt haben können. Das stimmt, ja. Aber es war halt... Geh du drauf. Nein, du. Nein, okay, beide. Und dann haben wir uns auch gegenseitig geschlagen. Ja, ja, eben. Das war ja, mega gut. Das war daran. So, ich gucke trotzdem im Umkreis, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall vier Dias. Das ist doch nicht so schlecht, oder? Dann mache ich mir jetzt mal, bevor ich jetzt weitergehe... Ja. Aber du meinst schon, ne, Schwerter soll man nicht draus machen, hat jemand geschrieben. Ich meine, jemand hätte gesagt, man soll nicht auf Dias gehen. Es kann aber auch sein, dass er meinte, man soll nicht auf Eisen gehen, aber es würde mich wundern, weil das hätte mich ja weniger überrascht als Dias. Ja, eben. Nee, macht schon Sinn, wenn man das quasi am besten für Spitzhacken verwendet, um dann noch krassere Sachen abzubauen. Ja, genau. Was wollte ich jetzt gerade machen? Genau. Ich mache mir erstmal ganz schnell noch, vielleicht schaffe ich das noch bis zum Ende der Folge, nochmal fix eine... Ja? Eine Eisenrüstung. Guck mal, ich guck mal ganz kurz, ob Kev nach uns gekommen ist. Nee, die sind schon vorher da. Genau, dann gehe ich, wenn Kev geht. Ich glaube, wir sind so relativ zeitnah. Oder die machen mehrere Folgen vielleicht. Ja, aber dann müsste er ja trotzdem runtergehen, oder nicht? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, gut, Mensch, hast du eine Twitter-Frage? Ich habe keine Twitter-Fragen. Ich bin. Ja, mich wundert das immer noch sehr. Oh Gott, Dario. Ich sehe auch ganz anders aus. Meinst du? Wie? Anders aus. Ich seh ganz anders aus. Jetzt weiß ich, was Kobo vorhin meinte. Ja, ich habe ein schwarzes Outfit an und meine Augen hängen so runter. Als hätte ich irgendwie 50 Stunden nicht geschlafen. Augen hängen runter? Ja, hast du das vielleicht nicht auch? Bist nicht schon länger wach? Das kann sein, ja. Ich weiß, was es damit wohl auf sich hat. Ja, komisch. Ich hatte auch so einen ganz komischen Traum irgendwie. Was war denn auf dem Friedhof überhaupt voll Nuss? Ja, da war so ein Pentagramm und drumherum so Lava, aber irgendwie kam mir das auch allgemein irgendwie. Wie kam mir das und da liege ich jetzt quasi, ja, nice. Ja. Ja, vielleicht müssen wir nachher erst eine Ziege opfern oder so. Das könnte halt sein, ne? Oder ein Pferd. Oder Edgar? Oha. Man weiß es nicht. Nein. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall. Einen fetten Eisenbrustpanzer. Und ja, den hätte ich gebrauchen können, Alter. Ja, es ist wirklich, es macht mich auch todtraurig, dass du gestorben bist. Ja, ich muss mir das nachher mal anschauen, ob ich da, habe ich den einfach übersehen, weil ich habe erstmal, ich hatte schon die Hälfte meines Lebens weg, bevor ich das Monster überhaupt gesehen habe, so richtig. Aber du hast es gesehen, es war nicht unsichtbar.
Ja, das weiß ich halt nicht. Also nachher dann nicht, auf jeden Fall. Ja. Aber am Anfang, keine Ahnung. Mensch, das ist ja komisch. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt mal besser. Ja, doch. Ich schaue noch einmal kurz hier, ob hier noch irgendwas mega geiles ist, aber hinten ist es mega dunkel vor allem, deswegen gehe ich da mal nicht hin. Bleib hier schön bei der hell erleuchteten Lava und lass mich dann die nächste Folge von Dario holen. Die Fackel bei mir unten hat mich nicht gerettet, Tim. Also. Ja, aber hier ist ja Lava. Achso, stimmt, aber es ist nicht okay. Nee, ich würde... Ja, okay. Ja, dann baue ich mich lieber noch ein bisschen ein hier. Also, ja, bevor ich hier in die Lava dann geschubst werde direkt. Okay. Mensch, das wird ja spannend. Leute, dann soll es das gewesen sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In den nächsten Folgen. Genau. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und ansonsten macht's gut, schönen Tag euch noch. Tschüss.